So. Oh, warte. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Haben Sie nicht gesehen? Herzlich willkommen zurück zu My Summer Car. Wir haben endlich den Wagen zugelassen und jetzt wird es Zeit für ein bisschen Tuning. Da haben wir schon mal ein bisschen was bestellt. Ich überlege es tatsächlich, ich baue. Ja, doch. Ich glaube, ich baue die Sitze hier schon ein, denn es wird kein Vergnügen, diese Kiste zu transportieren. So, ich baue erstmal die alten Sitze aus. Da. Das war doch bestimmt. Nicht 8. 9. 9, das ist alles klar. Kriege ich die alten Sitze hier transportiert? Oder zumindest einen? So ohne Karton vielleicht. Mit Karton war es doch ein bisschen sehr groß. Ah, die so kippen? Sind die doch relativ flach? Und? Ja, dreht nicht durch dahin. Sehr gut. Haben es also eingebaut und kriegen alles mit. Jetzt aber nach Hause. Endlich wieder zu Hause. Das heißt nämlich Sportgurte und Sportauspuffanlage. Ach Gott. Hier rollt auch so viele Buddels drin rum. Und Auto aufräumen bedeutet das auch. Hallo? Da. Jawohl, wir sind sicher unterwegs. Beifahrer nicht so, aber wir. So, die schmeißen wir mal hier raus. Wie ist denn das jetzt? Wenn ich mich jetzt hinsetze. Genau, zack, 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 zack. Sehr schön. Ich werde jetzt erstmal saunieren. Den Wagen umrüsten. Und dann Killio verkaufen. Das haben wir auch noch auf dem Zettel. Müssen wir erstmal abfüllen, ne? Wo ist denn das gute Zeug? Müsste ja fertig sein. Ich höre es gar nicht mehr, deshalb. Oh, ja, da. Ist das hier oben schon die Füllgrenze oder da unten? Ich weiß es nicht, aber ich habe vorbereitet. Das sind alles leere Behälter, um das abzufüllen. Und dann müsste das ja jetzt. Killio werden, genau. Ich hoffe, das Rezept passt jetzt. Wir werden direkt mal rüberfahren zu dem guten Mann und ihm das anbieten. Ich hätte jetzt beinahe andrehen gesagt, aber nein, wir werden es ihm anbieten. Haben wir noch irgendwo Behältnisse? Dann können wir gleich Neues aufsetzen. Ja, hier ist bestimmt, das ist der schlechte, ne? Ja, das ist der schlechte Killio. Der liegt hier überall, seitdem das Moped hier war. Okay, auf geht's. Lange nicht mehr Van gefahren, ehrlich gesagt. Drunk Man! Ich bin hier, um zu feiern, dass ich TÜV habe. Also, erstmal TÜV habe. So. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Pfannkuchengesicht, du. Der kann das auch, ne? Nee, der verbiegt sich nicht komplett. Okay. Aber er freut sich schon. So. Da. Nee. Meistens ist das nicht sehr. Und der Bauchredner hier. Hau weg! Hm? Oh ja, jetzt sieht schon ein bisschen öfter. Oh Gott, der hat sehr guter Zuckerwein. Ich liebe es. Es ist hart wie die Hölle. Ich zahle dafür gut. 170 Mark. Moment mal, ich habe noch mehr davon. Willst du den auch haben? Kaufst du die alle? Ja. Warte mal. So, das ist alles die gleiche Scheiße. 1870 Mark. Hau rein. Warte mal, kann ich dir das auch verkaufen? Nee. Okay. Aber weißt du was, die kriegst du gratis oben drauf, weil erste Geschäft und muss man Freunden machen, muss man auch mal ein Geschenk machen. Muss ich mir jetzt der Zug gerade durch? Wir können mal ganz schnell über die Bahnschienen fahren. Das war ja zu erwarten. Ja. Okay. Aber ich bin schon aus dem Sumpf raus, was sehr schön ist.
Ich wollte jetzt allerdings noch weiterfahren bis zum Ort, um direkt neu einzukaufen. Ich werde den einen wieder hinstellen. Und? Ah, okay. So ist auch gut. Lass ihn stehen. Super. Ich brauche... Ich glaube, Zucker und so habe ich noch. Ich weiß, dass ich noch jede Menge Yeast habe. Man braucht ja pro Charge nur einen Yeast. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, da zu kaufen. Ja, geben wir jetzt erstmal. Getankt haben wir natürlich auch. Er hatte einen Hund. Noch eine weitere Sache, die ich mal hatte. Okay. Das ist ein trauriger Mann, oder? Jedenfalls stockt der Supermarkt, glaube ich, wieder auf, wenn ich das Spiel neu starte. Ich guck mal, ob das klappt. Gut, ich habe jetzt so lange immer wieder Buddels gekauft, bis er jetzt gerade den Shop geschlossen hat. Die Zeit vergeht ja dann doch. Wir haben 36 Flaschen. Oh Gott, die müssen wir alle auslaufen. Alles ist da, bis auf... Wieso liegt die Pizza auf der Erde? So. Wir werden demnächst uns nicht sonderlich viel von Pizza ernähren, tatsächlich. Einfach, weil wir diese ganzen Saftbuddels aussaufen müssen. Ich habe jetzt einen Kill-You-Schrank gebaut hier aus. Da haben wir Yeast, Zucker und Saft. Jetzt müssen wir diesen Saft aussaufen, damit wir da noch was abfüllen können und neuen anstellen können. Alter, ich bin jetzt hier auf Alba-Strecke. Das habe ich schon alles ausgesoffen und das Zeug macht durstig. Und ich muss pissen davon. Das ist ja im Prinzip einfach nur Orangensaftkonzentrat. Das ist ja kein Saft aus Orangensaftkonzentrat. Das ist einfach nur Orangensaftkonzentrat. Wenn ich das richtig gelesen habe. Und das ist... Boah, muss das süß sein. Ich habe Diabetes, wenn ich damit fertig bin. Muss ich die ganze Zeit Bier saufen, weil ich durstig werde davon. Aber wir haben es im Kühlschrank. Das macht es wieder gut irgendwo. Oh, können wir gleich schon wieder aufs Klo rennen. Lass mich da durch. Oh Gott. 7 Stück haben wir noch rausgekriegt. Okay, das ist jetzt... Ich stelle die jetzt nicht ordentlich. Ich bin nicht wahnsinnig. So, da können wir direkt mal 9 aufsetzen. Ein Yeast. Und 6 Zucker. Oh, ich bin schon ein bisschen angesubbelt von dem Bier. So, lassen wir das volllaufen. Gleichzeitig können wir uns auch schon mal volllaufen lassen, glaube ich. Obwohl, stimmt, hier sind die fertigen Flaschen, die reichen wir erstmal ordentlich auf hier. So, 7 fertige haben wir noch. Ist das Ding voll? Ja. Uns jetzt auch nicht überlaufen lassen. Falls das möglich ist. Der kommt wieder in den Schrank. Jetzt kriegen diese ganz kleinen Schränke auch mal endlich in Verwendung, das finde ich toll. So. Blubbert, sehr gut. Das kann jetzt nicht gut ausgehen. Türen sind zu. Tür zur Toilette ist auf, das ist immer gut. So, 1, 2, 3 Kilo liegen da. Da liegt noch eins. Hintergrund und Berauschung. Testbild. Das ist ja schon mal ein Grund zu saufen. Das ist Musik, okay. Oh. Nummer 1. Oh Gott, schaffe ich die alle, bevor ich... Nummer 2. Oh Gott. Nummer 3. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Und Nummer 4. Ja, wir schaffen sie alle. Schaffe ich es noch aufs Klo zu gehen oder platzt mir jetzt die Blase? Da muss das hin. Da so. Oh Gott. Oh Gott, das schaffe ich. Ich weiß nicht, wo ich gerade hinpinkel. Ich schließe mal lieber die Tür, damit es drin bleibt. Ich schaff's nicht. Oh Gott. Da rein. Wo sind... ich bin in der Spüle. Okay. Alter, ab ins Bett. Oh Gott, oh Gott. Die Tür habe ich nicht geöffnet. Das ist mein Bett. Oh ja. Mir ist jetzt unterwegs aufgefallen, dass ich ganz schön müde bin und vielleicht besser mal... Wie kriegt man eigentlich Innenraumlicht an? Kriege ich das durch den Türgriff irgendwie? Ja. Ah, sehr schön. Viel bringt es allerdings nicht. Ein bisschen. Nein, ich bin sehr müde und müsste schlafen und habe leider keine Rückbank mehr. Deshalb bin ich zur Couch gefahren, die hier irgendwo liegen muss. Oh, direkt vorm Auto. Okay.
Da ist das Auto, da ist da. Sofa. Ich schalte das Licht nochmal ein, damit ich sehe, wo ich... Oh. Jetzt habe ich den ganzen Schrottplatz aufgeweckt. So. So, das sollte ja machbar sein. Kann man noch drauf schlafen, ja. Haben sie noch nicht rausgenommen. Wäre ja auch doof. So. Zack. Da ist das Auto. Da war Sleep. Okay. Ja. Was ist hier los? Oh! Die leeren Flaschen vom Killjuman. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Oh, ich hab Durst. Nein, nicht Abschleppsalz, sag mal. Gut. 13 Buddels mehr, ne? Ist das? Mosquito Spray. Kann ich gut gebrauchen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt hier zwischen den Müllbergen. Ich bin wieder unterwegs. Ich fahre jetzt nämlich immer noch weiter in den Ort. Ich will nämlich immer noch eigentlich nur den Umschlag abgeben. Das ist cool. Ja, Burnout. Stimmt, mit Fronttriebler geht das so rum. Ich habe gerade den Vektor rechts überholt und jetzt ist hier eine Polizeikontrolle. Oh Gott. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon, ich fahre den um. Ja, ja, Moment. Lass die Karre aber laufen, ne? So. Oh, warte. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Haben Sie nicht gesehen? Kann ich auch zu dem hingehen? Hallo? Der hält mir ein Ticket raus. Guck mal da. Ich soll ein Ticket bezahlen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe eine Flasche Bier weggeworfen hier, aber oh nein, ich habe hier nicht getrunken. Ich nehme euer Ticket nicht. Das interessiert jetzt auch nicht sonderlich, oder? Ich wollte doch an eurem Test teilnehmen. Da, da, das halte ich von eurem Ticket. Da. Okay, es gibt wieder eine Verfolgungsjagd. Es sei denn, kann ich bei E-Mail vielleicht noch den Test machen und kein Ticket kriegen? Oder kriegt man hier grundsätzlich einfach nur ein Ticket? Entschuldigen Sie bitte, ich muss ein bisschen pinkeln, aber ich bin fertig, bis ich bei Ihnen bin. Na, fast. Hallo? Okay, wir rasen aus. Der hält auch ein Ticket raus. Soll ich jetzt zwei Tickets zahlen oder was? Halten die immer einfach nur Tickets raus. Gut, ich glaube, ich hau ab. Das Blöde ist ja jetzt, dass ich hier so schief sitze, ne? Aber wir haben ein Sicherheitsgurt. Uns kann nichts passieren. Oh Gott. Er hat uns gerammt. Okay, die sind hinter uns her. Komm schon, Setsuma! Wir sind schneller als die! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott. Oh Gott. Der hält das Ticket aus dem Fenster bei der Geschwindigkeit! Jetzt versucht er mich gleich abzudrängen. Oh, nicht in der Kurve. Bitte nicht in der Kurve. Oh Gott. Oh ja, ja, ja. Habt ihr das gesehen? Oh nein. Oh fuck. Oh fuck, gib Gas! Oh! So viel also zu, man ist unsterblich, sobald man in diesem Gurten sitzt. Ich vermute mal, es lag daran, dass wir von der Seite getroffen wurden. Ich hoffe, dass es daran lag. Ich habe jetzt auch einfach mal nicht das Übliche gemacht, was ich sonst gemacht habe, weil ich die letzten Male immer aus eigener Schuld gestorben bin und jetzt auch mal die Möglichkeit habe, mit dem Mofa einfach zu dem Auto zu fahren. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Ich hoffe, wir finden den Umschlag. Oh Gott, da steht ernsthaft ein neuer Polizist und ich komme hier mit dem Mofa durch. Oh Gott. Okay. Ich dürfte aber nüchtern sein. Hallo? Was macht er? Ach, das ist eine Radarfalle. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich zu schnell laufe.
Okay, also muss ich hier nichts. Er hat auch nicht gesagt, dass ich anhalten muss. Ich laufe ihn jetzt nicht um. Oh Gott, der Bus. Dann nicht mich messen, den Bus, den Bus. Er misst lieber mich. Muss ich anhalten? Ja, ich muss anhalten. Autos müssen anhalten, steht auf dem Schild. Steht nicht, dass ich anhalten muss. Ah ne, stopp. Okay. Da steht Stopp. Okay. Das wird umfallen. Bitte lassen Sie sich davon nicht irritieren, bevor das Ding ihn noch umrollt, ey. So. Moin. Gif Alkoholtest. Und? Steckt da weg. Sagen die Kollegen, halten den Zettel aus dem Fenster. Nein. Dann darf ich da jetzt fahren. Richtig? Ich glaube, ich habe es bestanden. Ich darf leben. Unglaublich. So, wo ist unser Auto? Da liegt... Oh ja, da liegt ein Haufen. Mal gucken, wie schlimm es ist. Es scheint gar nicht so schlimm zu sein. Oh, Alter. Ja gut, mehr gekratzt als alles andere, ne? Windschutzscheibe liegt drin. So in der Art. Noch ein bisschen tiefer, bitte. Komm schon, Süßer. Tiefer, tiefer. Oh Gott. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So möchte ich das nämlich da drin haben. Jawohl. Der Umschlag ist jetzt noch... Ach, da. Okay, gut. Ja, er läuft. Jetzt um, haut so schnell nichts um. Okay, der Umschlag, der um. Den Umschlag bitte. Da. Ah, das ist nicht drin. Ist das drin? Das ist drin. Okay. Moin. 508, 509, du bist schon wieder an der gleichen Stelle, mein Freund. Ich brauche mehr Zucker, habe ich gesagt. Ne? Ich glaube, die Kiste Bier im Auto ist fast leer. Und ich habe Hunger. Gut. Also dann schmeiße ich alles direkt raus, dann kannst du schließen. Tschüss. Das Praktische an diesem Autozustand ist ja, dass man alles viel schneller einladen kann. Oh, das hat schon wieder was zerbeult. Wieso sind diese Einkäufe so schwer? So, alles da rein. Mich auch. Und dann will ich wieder nach Hause. Weiß nicht, wie klug das ist, gerade Bier zu saufen da vorne. Oh Gott, wie schnell fahre ich? Ich sehe es nicht. Was bist du für einer? Du bist einer mit einer Laserpistole. Sieht aus, als ob er mit einer richtigen Pistole auf mich zielt. Okay. Da ist die Polizei. Wieso muss der nicht blasen? Oh Gott, Alkoholtest. Alles gut? Mir ist gerade aufgefallen, dass er sich hier gerade... Ja, da! Er dreht sich einfach mal zu mir um. Wupp. Übrigens, schöner Saab, den ihr habt. Okay, ich habe scheinbar bestanden. Ich hau mal lieber ab. Was war das? Und wieso geht die Polizei jetzt ab? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe einfach nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet. Ich als Hobbyidiot. Ich war doch angeschnallt, ich verstehe das nicht. Gut, ich bin jetzt mit dem Van hier, weil unser Rettungsmoped natürlich, klar, im Satsuma ist. Mosquito Spray. Ja. Da ist vermutlich sogar noch so ziemlich alles drin, denn ich glaube, so schlimm kann das gar nicht gewesen sein, weil, guck mal. Oh. Oh, doch, hinten links wurde wir übel erwischt. Aber von wem oder was? Die Polizei ist auch weg. Interessiert ihn nicht, ne? Okay, ich werde jetzt umladen in den Bulli und dann ziehe ich das Ganze nach Hause. Ich sehe gerade, dass wir ein viel größeres Problem haben. Hier liegt das Hauptlager 2. Was bedeutet, dass es nicht mehr im Auto ist. Und ja, ich habe das so gespeichert.
Okay, wir schleppen jetzt erstmal nach Hause und dann werden wir das feststellen müssen. Vermutlich gut, dass ich nicht versucht habe, ihn zu starten. Oh Gott, er war gerade fertig. Vorne ist schon die Kreuzung und links ist dann Fletari. Ich möchte auch mal in den Motor reingucken. Vielleicht ist ja wirklich einfach nur das Lager rausgefallen, was eigentlich nicht möglich sein sollte. Ansonsten müssen wir nochmal eine Motorreparatur hinlegen. Und jetzt Kopf in den Motor. Ich? Doch, da. Das sah nicht so gut aus gerade. Hier ist die Nockenwelle, da ist die Kurbelwelle. Das ist auch nicht gerade da. Hier, Moment, ich zeige euch, was ich meine. Ne, sieht man nicht. Da oben drüber ist jetzt die Kurbelwelle. Links ist ein Lager, rechts ist kein Lager. Die Kurbelwelle sieht schief aus. Gut, Fletarius, was zu tun? Ist er da? Bestimmt nicht mitten in der Nacht, ne? So, ich bin gleich mit dem Laster gekommen, da wir drei Anrufe bekommen haben, was schon mal sehr schön ist. Ich habe auch noch ein zweites Lager gefunden. Ist noch erklärt, warum diese Kurbelwelle so unglaublich schief sitzt. Oh Gott. Vielleicht könnte man die sogar wieder einfach festschrauben. Wohl, nein, denke ich nicht. Jedenfalls wollen wir jetzt mal gucken, was Fletari dazu sagt, was er dafür will. Aber Fletari hat noch nicht auf, obwohl er da ist. Ich habe noch mal über das Lager geschlafen. Da ist übrigens das andere Lager. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Wir haben jetzt... Was ist das? 10 Uhr. Uhrenkanal. Uhr lesen kann er. Schupp. Jetzt regnet es natürlich traumhaft. Und ich habe das Lager einfach so in die Gegend geschmissen. Wenn ich das da rauswerfe, dann landet das... Da. Okay. Fletari, ich habe ein Problem. Ich habe ein... Wir sind zwei Lager rausgeflogen. Reparatur von kaputten Motorteilen. Oh, geht sogar der Preis, ne? Okay. Danke, ne? Hier ist auch die Rückbank. Jetzt lass uns doch mal ausprobieren, ob man die da jetzt wieder einfach reinsetzen kann. Die festgeschraubt war die ja eh nicht. Ich kann sie reinstellen. Aber wie sinnvoll das ist. Ich meine, Rücksitz ist sowieso die Frage, wie sinnvoll das ist, wenn da so ein Käfig ist. Aber ich möchte es halt als Abgrenzung zum Kofferraum haben. Wieso geht das nicht? Okay, dann fahre ich jetzt noch weiter. Ich habe noch einen anderen Job mit Abpumpen, dann noch Holzlieferung und naja, bis dahin ist ja wahrscheinlich mit der Reparatur schon durch. Oh, moin. Jetzt ist wieder aus die Karre. Egal, wir tragen es einfach rüber. Steig mal ab. Jonas, komm mit. So, da ist unser Automobil. Lager liegt noch drin. Aha. Kurbelwelle ist auch immer noch kaputt. Ich dachte, du reparierst die ganze Karre, Mann. Vor allem liegt hier wirklich das Teil drin. Ich dreh durch. Ich spring hier rum. Alter, du hast die Karre nicht repariert. Was? Ja, hab ich angeklickt. Hast du nicht gemacht. Ich bin verwirrt. Okay, dann mach das nochmal. Ich nehme auch den Ferndale, denn mit dem Moped hier habe ich Ewigkeiten, bis ich hier bin, ehrlich gesagt. Oder passt das hier einfach in den Kofferraum vielleicht? Nee. Aber eine Sache kann ich jetzt mal ausprobieren, denn jetzt bin ich müde. Kann ich auf der Rückbank noch schlafen, auch wenn die nur ist? Oh ja, kann ich. Vielleicht überschlafen wir die ganze Sache einfach. Ich bin gerade hier beim ersten Kunden fertig und da dachte ich mal, wenn wir schon mal hier oben sind, gucken wir doch einfach mal, wie es dem Satsuma geht. Ah, ich sehe schon, das Teil liegt immer noch auf der Haube. Oh. Alter, wie der durchrast. Das Ding liegt da tatsächlich immer noch rum. Das da meine ich. Also wenn Fletari das echt nicht hinkriegt, dann muss ich die Karre selbst reparieren. Müssen wir den Motor rausnehmen. Und das wieder zusammenschrauben. Okay, fahre ich erstmal weiter.
Eine herrliche Attacke in Finnland zum Kackepumpen. Ich habe jetzt einen Plan gefasst. Wenn ich gleich nach Hause komme und Fletari ruft mich binnen kürzester Zeit an, also beziehungsweise sobald Fletari anruft, weil vielleicht schafft das ja doch noch. Wir müssen ihm eine Chance geben. Wenn er dann den Wagen immer noch nicht repariert hat, dann müssen wir ihn wieder nach Hause schleppen, den Motor zerlegen, die Lager versuchen einzubauen, denn ich habe den Verdacht, dass der nur Sachen reparieren kann, die auch verbaut sind. Was eigentlich ein bisschen komisch ist. Aber okay. Hier ist eine Bestellung. Ich weiß gar nicht, was wir bestellt haben. Kann man das lesen? Nee. Ich bezahle erstmal das. Bring das zum Auto. Was habe ich bestellt? Aber ich vermute, dass wir es besser transportiert bekommen, wenn wir es tatsächlich auspacken. Also. Ich habe Räder gekauft. Wann habe ich mir Räder leisten können? Rallye. Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, das bestellt zu haben. Was ist das? Was ist das? Lenkrad. Oder? Ganz dunkel. Ha. Huh. Egal, Räder, Lenkrad ist doch super. Wir haben zwar einen kaputten Motor, aber wir haben auch ein Sportlenkrad. Und Räder. Es sind auf jeden Fall Sachen, die ich als nächstes hätte bestellen wollen. Also bringen wir die einfach mal nach Hause. Schaden kann es ja nicht. Ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um hier einen Folgencut zu machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir versuchen, den Setsuma zu retten. Oder vielleicht schafft es Fletari doch. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Loco.